Es gibt sie überall in der Schweiz. Sie bewahren einzigartige Naturlandschaften, erhalten Traditionen, fördern Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die Naturperke der Schweiz. Von insgesamt 20 Perken von nationaler Bedeutung zeigen wir Ihnen 5. Wir, das sind eine Moderatorin und zwei Moderatoren aus verschiedenen Landesteilen der Schweiz. Ala Orange für RTS, Benja Silberschmid für SRF und Christian Bernasconi für RSI. In einer Gemeinschaftsproduktion der SRG entdecken Sie die Naturperke der Schweiz. Die UNESCO-Biosphäre Entlebuch liegt im südwestlichen Teil des Kantons Luzern, im Zentrum der Schweiz. Im 400 Quadratkilometer großen Gebiet befinden sich einzigartige alpine Lebensräume, ideal für zahlreiche Wildtiere. Zwischen den Felsen in den Senken liegen unberührte Moorlandschaften mit ihrem außergewöhnlichen Artenreichtum. All das wollen wir heute erkunden. Ein Abenteuer, für das sich unser Moderationstrio mit einem guten Frühstück stärkt. Wie immer sprechen alle ihre eigene Sprache. Diese Gegend kenne ich kaum. Hey, ich kenne sie voll auch nicht gut. Obwohl es in der Deutschschweiz ist, ich weiss, dass die UNESCO-Biosphäre Entlebuch die grössten und meisten Moorlandschaften von der Schweiz haben, aber auch von internationaler Bedeutung ist. Mich nimmt es Wunder, was ist eigentlich eine Biosphäre genau? Und natürlich bin ich auch gespannt darauf, die Moorlandschaften dann zu sehen, zu entdecken und noch genauer zu erfahren, wieso sie so wichtig sind. Mhm. Auch ich bin sehr gespannt auf das Leben in den Mooren. Ich möchte aber unbedingt auch einen Bauernhof besuchen und herausfinden, wie ein Landwirtschaftsbetrieb in einer geschützten Biosphäre wie hier im Entlebuch überhaupt funktionieren kann. Ich habe gehört, dass die Leute hier Pioniere sind in Sachen erneuerbare Energien. Dabei wurde hier früher vorwiegend Holzkohle hergestellt. Mich interessiert, wie sie das geschafft haben. Wie haben sie diesen wichtigen Wandel hinbekommen? Das ist Darf ich von deinem Rührei probieren? Ja, kein Problem. Wie ihr sehen werdet, ist das Tal unglaublich lang. Darum ist es gut, haben wir etwas gegessen. Ich bin satt. Ja. Wir sollten langsam aufbrechen. Andiamo. So schöne Klänge. Man hört es schon von weit her. Hallo. Herzlich willkommen in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch. Danke vielmals. Das ist mein Sohn Christian. Hallo, freut mich, Binja.
Also Sie sind ja wirklich ein Direktor mit Leib und Seele, muss man sagen. Ja, ein Schweizer Parkdirektor muss können Alphorn spielen. Also. Und so tut man halt die Leute empfangen in der Entlebucher Tracht, die wir natürlich auch mit Stolz tragen. Jetzt, Sie sind Direktor von einer Biosphäre. Was heisst das genau, eine Biosphäre? Eine Biosphäre ist eine Modellregion für nachhaltiges Leben und Wirtschaften. Wir versuchen, die Ansprüche und die Wünsche von der Bevölkerung in einer Art Balance von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt unter einen Hut zu bringen. Also so drei Pfeiler, die Sie mit dieser Biosphäre verfolgen. Jetzt, zu dieser Biosphäre war es ja ein Weg, damals im 87, wo die Schweizer Stimmbevölkerung die Rodenturm-Initiative angenommen hat, also ein Ja zum Schutz der Moor, war die Entlebucher Bevölkerung ein verunsichert, weil sie ja da eben sehr viele Moore gibt. Wie haben Sie die Bevölkerung noch ins Boot geholt? Ja, die war sehr stark verunsichert, weil die ganze Region Entlebuch ist plötzlich 50% geschützte Fläche geworden. Oder hier in der Region Flüeli-Sörenberg, wo wir jetzt gerade sind, sind rund 2/3 der Fläche geschützte Fläche geworden. Und das ist eine Tourismusregion. Und es war die Frage, ist wirtschaftliche Entwicklung, touristische Entwicklung überhaupt noch möglich angesichts der grossen Schutzfläche? Und da hat man natürlich schon zuerst mal leer schlucken und dann mal schauen, was gibt's für Möglichkeiten, um da rauszukommen. Und wir haben gefunden, wir müssen genau das vermeintliche Handicap zur Chance machen und versuchen, die Moorlandschaft in Wert zu setzen. Und wie haben Sie das der Bevölkerung beigebracht? Ja, mit sehr viel Kommunikation, aber auch mit Visualisierung. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich das internationale Kompetenzzentrum für Moorlandschaften. Und auf dem Weg dorthin hat es dann auf einmal andere Ideen noch gegeben, wo man gefunden hat, ja, wir haben ja nicht nur Moorlandschaft, wir haben Karschgebiet, Schrattenfluh, wir haben ein eigenes Jagd- und Wildschutzgebiet, wie wir hier gesagt haben, Brienzer Rothorn. Und auch der Entlebucher ist etwas Spezielles. Und gibt es irgendwie ein Instrument oder eine Form, wo man das unter ein Dach bringt? Und da sind wir dann auf die Idee, UNESCO-Bio-Reservat gekommen. Neben UNESCO, das klingt ja grossartig, so ein Label zu haben, aber so ein Label UNESCO verpflichtet auch. Das verpflichtet natürlich auch. Wir müssen alle 10 Jahre, dürfen alle 10 Jahre uns beweisen, wo wir stehen auf dem Weg hey, eigentlich zur Modellregion für nachhaltiges Leben und Wirtschaften. Gut, wir werden es sehen, wie Sie das auch in Zukunft herbringen. Danke vielmals. Ich gehe noch ein bisschen weiter erkunden. Moment, schnell. Das geht natürlich nicht ohne das Probieren mit dem Alphorn. Oh, okay. Also, das habe ich noch nie gemacht. Wirklich? Selbstverständlich. Einfach 3 Punkte. Ich muss noch die Lippen rufen. Das klingt doch schon gut. Wow. Danke für die schönen Klänge. Danke. Wow, oh, es kräuselt immer noch ein bisschen auf den Lippen. Das ist Potenzial vorhanden. Ah, so gut. Alles Gute. Danke, gleichfalls. Merci. Urchige Klänge, die bis weit ins Karstgebirge ertönen. Die Schrattenfluh ist das Wahrzeichen inmitten der Biosphäre Entlebuch. Doch genauso wichtig sind die vielen Moore. Ein Viertel der Schweiz war vor 150 Jahren mit solchen Moorböden bedeckt. Heute sind sie stark zurückgegangen und müssen geschützt werden. Doch warum sind sie so wichtig? Das will Christian von einem erfahren, der Exkursionen durch die Moore leitet. Richard, buongiorno. Ciao. Oh, grüß dich, Christian. Was schaust du dir da unter der Lupe an? Cosa guardi? Torfmoos. Schau mal, wie schön die Sterne da aussehen. Ich habe meine eigene dabei. Darf ich mal sehen? Ah, oh, bellissimi. Molto belli. Du bist seit vielen Jahren Biosphären-Exkursionsleiter hier im Entlebuch und kennst die Moorböden bestens. Warum sind diese Moore hier so wichtig?
Für das Entlebuch sind die vor allem wichtig wegen der Biodiversität. Also hier, in diesen Sümpfen, hat es Pflanzen und Tiere, die sonst gar nicht anderswo leben könnten. Zum anderen sind die auch noch wichtig wegen dem Wasserhaushalt. Im Entlebuch haben wir viele Niederschläge. Und diese Sümpfe die nehmen sehr viel Niederschlag auf. So läuft nachher viel weniger Wasser gerade auf direktem Weg ins Tal. Und vielleicht noch ein dritter Grund. Mit uns heutige Lebensräume auch gerne in Touristen zeigen. Wieder aus diesem Grund seltene Tiere und Pflanzen, die hier leben. Wir stehen hier an einem besonderen Ort. Was macht ihn speziell? Das Militär hat in diesem Sumpf eine Anlage errichtet, bevor natürlich der strenge Moorschutz eingeführt wurde. Und wichtig ist jetzt für uns, dass die Armee das alles zurückgebaut hat und geholfen hat, nachher den Sumpf da wieder aufzuwerten. Sieht man hier noch etwas von dieser speziellen Aufwertung? Hier haben wir gerade ein Beispiel vor uns. Weil hier vorher das Wasser aus dem Sumpf rausgelaufen ist, hat man jetzt hier Spundwände eingetan, dass das Wasser zurückbleibt. Moor, Sumpf brauchen viel, viel Wasser. Und so wird es nachher gestaut und die typischen Pflanzen können hier wieder sehr gut wachsen. Was kann der Naturpark tun, um den kostbaren Lebensraum wie diesen hier nachhaltig zu schützen? Es gibt verschiedene Massnahmen. Die sehen wir jetzt mit dem Wasser einstauen. Man kann in dem Moor auch holzen, also Bäume umschlagen, weil Bäume sehr viel Wasser aufsaugen und nachher verdunsten. Man schützt solche Lebensräume auch schützen, dass Kühe nicht reingehen, indem man sie abzäunen. Und man schaut natürlich auch im Tourismus, dass man nur am Rand in die Moor eingeht, schauen. Und nachher tut man sich wieder zurückziehen. Im Entlebuch gibt es nicht nur schützenswerte Moore, es gibt auch andere einzigartige und spezielle Landschaften. Das siehst du richtig, Christian. Wenn du jetzt hier hochschaust, gegen die Schrattenflur, mit dem hellgrauen Kalk. Das ist Karst. Wahnsinniges Trocknungsgebiet. Kein Bach läuft da oben. Das ist auch ein Teil von unserer Kernzone, von der grössten Kernzone in der Biosphäre. Und wenn du Lust hast, gehen wir das gerne noch miteinander anschauen. Sehr gerne. Va bene. Andiamo. Karrenfelder und Felswände, die über Jahrtausende hinweg durch Erosionen entstanden sind. Oben lockt der Blick über das einmalige Entlebuch. Weiter unten trifft man auf moderne Technologie. Alain Orange hat sich mit dem Vizedirektor der Biosphäre verabredet. Christian Ineichen, Sie sind Vizedirektor eines Naturparks, befassen sich aber auch mit Energiefragen. Die 7 Gemeinden des Parks haben gemeinsam das europäische Label Energiestadt Gold beantragt. Wieso ist das so wichtig? Wieso kümmern Sie sich im Park auch um Energie- und Mobilitätsfragen? Wir wissen, dass auch unsere Region, unsere UNESCO-Biosphäre Entlebuch, einen Beitrag leisten an die Energiestrategie 2050. Und wir wissen auch, dass es als Gemeinden einfacher geht, wenn wir das miteinander machen. Und darum haben wir eine gewisse Idee. Wir haben jetzt seit 2002 das Energiestadt-Label. Und wir möchten gerne jetzt 2022 das Gold-Label miteinander erarbeiten. Bisher wurde es nur an einzelne Gemeinden vergeben. Damit wären Sie die Ersten, die dieses Label als Region erhalten würden. War das Motto «Gemeinsam sind wir stark»? Also es ist natürlich für uns eine kleine Herausforderung. Wir jeweils als Einzelgemeinde ein solches Label zu erreichen, ist schwierig. Wir haben den Versuch unternommen, der Audit ist durch. Das Resultat können wir noch nicht, aber wir sind grundsätzlich zuversichtlich, dass es klappt. Das Resultat kommt ja dann im Herbst. Viel Glück! Wir sehen hier eine Windenergieanlage. Wie viele Leute versorgt die mit Strom?
Wir gehen davon aus, wenn sie in der Fallleiste gehen, sind, dass alle drei regionalen Windkraftanlagen, die wir haben, etwa für 4'500 Haushalte den Strom bringen können. Nicht schlecht. Es ist bekannt, dass Windenergieprojekte in der Schweiz oft auf heftigen Widerstand stoßen. Wie haben Sie es hier geschafft? Ich glaube, der Schlüssel ist, dass die Initiative von einem Privaten kam. Es ist einer, der über Jahre Messungen gemacht hat, wo man gewusst hat, das ist seine Passion, das mit dem Wind. Wo nachher plötzlich gesagt hat, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir wissen, es hat das Potenzial, das man nutzen kann. Und vielleicht auch, weil man gerade eine von den Ersten in der Schweiz war, oder sicher bei den Ersten in der Schweiz, hat es nicht Erfahrungen gegeben, die schon Skepsis ausgelöst haben, sondern man war relativ offen. Und wir machen mittlerweile noch sehr gute Erfahrungen. Opposition gibt es eigentlich keine wahrnehmbare. Ein wichtiges Thema ist die Mobilität. Da braucht es Überzeugungsarbeit. Auf dem Land ohne Auto auszukommen, ist nicht einfach. Was ist Ihr Vorschlag? Also wir probieren natürlich schon, die Leute hinzuweisen, dass es nicht nur das Auto gibt. Aber es ist tatsächlich so, wir haben dort zentrale Besiedlung, wir haben viele Höfe und Liegenschaften außerhalb des Haupttals oder von den Strassen weg. Wir stellen aber fest, dass wir gute Verkehrsanbindungen haben mit dem öffentlichen Verkehr und dass das durchaus auch einen Trend gibt, dass die Leute so ins Tal reinkommen und rauskommen. Gemäß Klimaforschenden der UNO haben wir 3 Jahre Zeit für eine grundsätzliche Wende, um den Klimawandel zu bremsen. Kann das Entlebuch hierbei eine Pionierrolle spielen? Ich weiß nicht, ob man eine wirkliche Pionierrolle spielen könnte. Aber für uns ist selbstverständlich klar, dass auch wir einen Beitrag leisten müssen. Das kann ein kleiner Beitrag sein, aber es muss etwas sein, dass wir sagen können, wir haben geholfen. Also es ist für uns selbstverständlich, dass auch wir etwas dazu leisten, dass das gut kommt mit dieser Klimakrise. Danke sehr. Lassen Sie uns auf dem Pfad der erneuerbaren Energien weitergehen. Sehr gerne. Danke vielmals. Die Biosphäre Entlebuch setzt nicht nur auf Ruhe und Entspannung. Die, die wollen, finden auch ein reichhaltiges Freizeitangebot. Naturschutz und Tourismus, das soll hier Hand in Hand gehen. Um zu erfahren, wie das gelingt, trifft sich Binja Silberschmied mit Jana Richter. Jana. Hallo Binja, freut mich. Freut mich auch. Jana, du bist verantwortlich für das Marketing der Bergbahnen. Jetzt sieht man, es hat Bergbahnen, die im Sommer laufen, aber es hat ja auch solche, die im Winter laufen. Wie vertreibt sich das eigentlich, Bergbahnen in einem Biosphärengebiet? Das vertreibt sich sehr gut. Also wir haben ja da Tourismus, wir können im Sommer Angebote anbieten und im Winter auch. Aber wir haben natürlich auch Auflagen, die wir erfüllen müssen. Das heisst, im Winter dürfen wir zum Beispiel nicht alle Moorflächen beschneien, respektive wir dürfen die Moorflächen gar nicht beschneien. Wir müssen regelmäßige Wasserproben machen. Oder auch im Sommer müssen wir dann schauen, dass wir zum Beispiel eine gute Besucherlenkung anbieten, dass die Gäste halt nicht durch das Moor laufen, sondern auf den Wegen bleiben. Oder wir müssen auch so Themen bearbeiten, wie zum Beispiel Littering zu verhindern. Aber ein gewisses touristisches Angebot ist also möglich. Und ihr habt ja noch weitere Angebote, wo ihr schon die jüngsten oder auch die zukünftigen Generationen möchtet sensibilisieren. Was ist da der Gedanke? Also wir haben uns einfach Gedanken gemacht, da in der UNESCO-Biosphäre endlich ein Angebot zu gestalten, das halt zu uns, zu der Region passt. Und haben dann eben das Moor, das Thema Moor aufgegriffen und gesagt, wir wollen das zugänglich machen, schon den kleinsten. Und aus dem heraus ist nachher mit ganz vielen Spezialisten das Murakulum entstanden. Und das Murakulum ist ein Gesamtkonzept, das aus 3 Teilbereichen besteht. Das ist einerseits der grosse Erlebnisspielplatz, der für die ganz Kleinsten ist. Dann gibt es den Sonnentauweg, das ist ein 1,5 Kilometer langer Rundweg, wo auch wieder verschiedene Posten drauf sind. Und ganz neu, im letzten Jahr, haben wir den grossen Moorrundweg eröffnet. Das ist dann ein 4,5 Kilometer langer Rundweg mit 17 Erlebnisstationen, die für die grösseren ist, die etwas anspruchsvoller ist, aber auch Themen wie die Natur, die Pflanzenwelt, die Tierwelt und das Moor thematisieren, damit wirklich Kinder und Familien auch lernen, was denn ein Moor ist und wie das funktioniert. Du sagst jetzt gerade, den Moorrundweg, den haben wir erst letztes Jahr eröffnet. Ich nehme jetzt mal an, in so einem Moorschutzgebiet ist es nicht ganz einfach, so einen neuen Weg zu gestalten. Da hat es sicher auch Herausforderungen gegeben. Das ist klar. Ja, ich habe vorher schon erwähnt, wir müssen eine gute Besucherlenkung zum Beispiel machen. Wir haben Vorgaben gehabt bei der Baubewilligung, dass wir zum Beispiel Trampelpfad und wilde Feuerstellen haben müssen rückbauen,
bevor wir überhaupt mit dem Bau anfangen. Der ganze Weg ist auf einem bestehenden Wanderweg entstanden. Also man hat nicht einen neuen Weg bauen. Wir müssen auch ein Betriebskonzept haben, wo wir zum Beispiel sicherstellen, dass regelmäßige Kontrollen gemacht werden, eben wieder zum Thema Littering. Und dass wir halt so wirklich schauen, dass wir im Einklang mit der Natur sind und das Ganze auch schützen. Aber gleichzeitig natürlich zugänglich machen für unsere Gäste und Leute, die Natur erleben wollen. Okay. Aber ich würde doch dir vorschlagen, wir haben hier eine super coole Forscherbox und am besten gehst doch du auf diesen Weg und schaust dir selber mal an, was es alles das erleben gibt. Das mache ich sehr gerne. Es wartet eine Familie auf dich und aha, ich sage einfach viel Spass, geniesse es und bin gespannt, was du mir danach erzählst. Danke vielmals. Bin auch gespannt. Merci. Genau. Zeig dir noch, was durchgeht. Ah. Aha. So, das ist jetzt der Start vom grossen Moorrundweg. Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spass. Danke vielmals. Danke dir. Tschüss, Jana, mach's ciao. Gut. Ciao. Eine Box mit Utensilien für die Feldforschung vor Ort. Klingt spannend. Um diese Forschungsbox zu testen, trifft sich Binja gleich mit der Zielgruppe selbst, einer wissbegierigen Familie mit Kindern. Ja, das ist der gut. Und das gut. Mal schauen mal. Hallo zusammen. Ja. Hallo. Ihr mit Familie Stempfli, ist das richtig? Ja. Ja. Super. Sind das erstmal im Entlebuch? Ja, wir sind von hier. Ah, ihr sind von da. Ja, ja. Bin ich mit Locals unterwegs, sozusagen. Ah, super. Seite, ja. Und ihr habt ja jetzt schon ein bisschen einen Weg gemacht. Was habt ihr schon gelernt über den Moor? Also, der Moor braucht viel Wasser, damit er existieren kann. Super. Genau. Da hat's, das sieht man glaub, hier auch recht gut, oder? Das ist ja eine Moorlandschaft hier. Gibt recht viel Wasser. Noch, ja. Ich habe schon ein bisschen reingespielt in den Kit. Ihr auch? Ja. Habt ihr gesehen, gell? Es hat etwas fürs Wasser? So Stäbli. Ja. Sollen wir die mal ausprobieren? Es ist, um den pH-Wert zu messen. Ob es eher sauer ist oder basisch. Das könnten wir machen. Eine halbe Sekunde. Genau, so ganz schnell. Die 6, die 5. Ja, eher die 5. Ja, würde ich sagen. Und dies ist auch. Ja. Also das heisst, jetzt eben, wenn es 5 ist, dann ist es leicht säurehaltig. Genau, 7 wäre neutral. Und das ist ganz typisch für Moor. Ja. Wie heißt was du siehst? Ah, die Rollblume. Ja. Ah ja, die hat es da überall. Sie sind so richtig kugelig. Die sind schön. Sie sind wirklich schön. Wenn wir noch weiter suchen, ich glaube, in diesem Kit hat es auch noch andere typische Moorblumen. Siehst du eine von denen? Vielleicht. Ja, ich glaube, da hat es so die weiße. Muss man anschauen. Die wolligen Samen des schmalblättrigen Wolfgrases fliegen mit dem Wind davon. Fühl mal wie kuschelig. Ah, die kann man anlangen, die müssen kuschelig sein. Es ist Wollgras, aber Wolfgras klingt auch gut. Ah ja, Wollgras. Wie das ist. Ja. Vielleicht fühlt es sich auch ein bisschen wie ein Wolfspelz. Ah, oh, die sind jetzt schon cool. Ganz viele kleine Härchen. Ja. Ah, und da steht noch, dass sie früher hat man die in Polster getan. Ah, spannend. Schön. Die sind wirklich ganz flauschig. Hey, danke euch vielmals. Ja, danke. Dass ihr euch noch ein bisschen begleiten durftet. Ich glaube, die Box ist besser bei dir aufgegeben. Danke vielmals. Viel Spass noch. Ihr habt glaub, noch etwas vor euch, gell? Ja, wir gehen noch ins Weiteres, ja. Ich und ich auch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Was wäre die Landschaft des Entlebuchs ohne Kühe? Christian Bernasconi scheint eine Weggefährtin gefunden zu haben.
sich mit der Bauernfamilie Achermann verabredet, die ihn, das ist so abgemacht, auch gerade auf die Probe stellen will. Buongiorno, Franz. Buongiorno. Lali, Christian. Ciao, Lali. Ciao. Du bist Besitzer dieses schönen Bauernhofs, der seit langem als Familienbetrieb funktioniert. Wie seid ihr organisiert? Also wir haben hier auf dem Hof, also der Vater hat den Hof übernehmen, schon als Pächter, hat er kaufen, hat er selber geführt. Inzwischen bin ich schon angerutscht, die zweite Generation. Die dritte Generation ist auch schon wieder voll in den Startlöchern. Und dann haben wir schon das jüngste Schätzchen, wo natürlich jetzt auch schon die vierte Generation der schon wächst wieder auf dem Betrieb. Genau. Man sieht, es gibt viel zu tun. Wie viele Kühe habt ihr? Also wir haben auf unserem Betrieb da ziemlich viele Kühe. Aber wie man sieht, das sind natürlich nicht die grossen Kühe, sondern das sind natürlich ziemlich viele ganz kleine Kühe. Jetzt sind die Kühe noch hier unten. Und später bringt ihr sie hoch auf die Alp. Also, jetzt sind wir gerade dran, die ganzen Tiere vorbereiten. Das heisst, also noch ein bisschen Maniküre machen, Gesundheit kontrollieren. Der Tierarzt macht noch Trächtigkeitsuntersuchung. Und der wird verladen. Also, den Anhänger haben wir schon parat. Und den tun wir abtrennen. Das gibt so eine Liste, welche Kühe kommen zusammen, weil wir können nicht fahren bis zur Alphütte. Wir müssen dort ausladen und dann noch 3-4 Stunden laufen mit den Kühen. Dürfen wir einen Blick in den Stall werfen? Ja, wir können ja schnell hochgehen. Dann kann ich dir das gerne zeigen. Okay. Dann gehen wir mal. Ja. Gut. Grazie. Was produziert ihr alles auf dem Hof? Auf dem Dach haben wir Solaranlagen, wo wir Strom produzieren für rund 40 Haushalte. Die produzieren wir aus unserem Wald, wo wir haben, noch Haufen nebst dem Holz, das wir brauchen zum Bauen. Produzieren wir noch sehr viel Brennholz, das wir auch direkt verkaufen. Und dann produzieren wir natürlich Fleisch auf einen Teil von diesen kleinen Kühen, wo das sogenannte Moorbeef ist, das wir direkt vermarkten und an die Hotels liefern. Und dann haben wir noch von den grossen Kühen, dort sind wir bei der Mutterkuh Schweiz dabei, wo wir das Natura-Beef vermarkten. Und das ist das Anhängerli, wo wir unsere Kühe transportieren. Ich bin gespannt, was ich zu tun haben werde. Gehen wir. Ja, mal. Gut. Christian wird beim Heuen im Steilhang eingesetzt. Hier im roten T-Shirt an der Mistgabel. Kommt gut, hä? Ja, va bene così. Jetzt wird's hey, gut da vorne. Ziemlich steil. Ups, sorry. Er macht es gut. Nach schweißtreibender Arbeit ist es geschafft. Doch Christians Hilfsjob ist noch nicht beendet. Voilà. Gut, gehen wir hier. Ja. Also, Christian, da haben wir jetzt die Boxen noch zum Einstreuen für dich. Si. Du musst das mal verteilen, da, gell? Kannst du dir sagen, wenn es gut ist? Così. So. Du machst das tipptopp. Christian, meinst du, ist gut? Ich denke schon. Und du? Ich denke, dann müssen wir einen Test machen. Wenn es gut genug für dich ist, zum Reinlegen, ist es eigentlich gerade recht für unsere Kühe. Soll ich mich hinlegen? Ja, probier's mal. Va bene. Va bene. Qui così? Jetzt. So. Voilà. Und? Perfekt. Das ist gut. Super. Tippt abgemacht. Thank you.
Ganz in der Nähe ist ein besonders beschwerliches und sehr urtümliches Handwerk im Gange. Um euch zu finden, muss man nur dem Lärm der Motorsäge folgen. Priska, Vicky, Markus. Salut, alle. Dieser enorme Holzhaufen ist wirklich beeindruckend. Ein sogenannter Kohlenmeiler, das sehe ich zum ersten Mal. Das braucht sicher viel Zeit, den korrekt aufzubauen. Wie funktioniert das? Ja, das gibt den Kohlenmeiler, wo man nachher Grillholzkohle rausnehmen kann, wenn er fertig ist. Aber da ist jetzt noch am Aufbau und es geht etwa noch zwei Tage, bis das Holz dran ist. Und nachher kommt der Kreis dran, Tannenkreis. Und dann kommt das Schwarze da, die Lösche, als er luftdicht ist. Und dann kann man ihn erst anzünden. Wie viele Kilo Holzkohle ergibt so ein riesiger Holzhaufen in einem Jahr? Ja, das sind jetzt etwa 60 Stier Holz dran. Und das sollte etwa 6 Tonnen Kohle geben. Und wir machen so 3 bis 4 Meiler im Jahr. Also um die 20 Tonnen also Grillkohle gibt das nachher. Woher haben Sie dieses alte und außergewöhnliche Wissen? Haben Sie es von Ihren Eltern gelernt? Ja, das Handwerk habe ich vom Vater gelernt und vom Onkel. Die haben das immer gemacht. Und so bin ich da reingekommen. Und das ist natürlich ein uraltes Handwerk, die Kölnerei, das es hier in der Gemeinde Romos gibt. Und für uns ist es natürlich ein wichtiger Nebenerwerb geworden inzwischen. Die Tradition der Holzkohleproduktion reicht Jahrhunderte zurück. Man brauchte sie, wenn es darum ging, die Pferde zu beschlagen oder das Bügeleisen zu erwärmen. Wieso hat sich die Holzkohle hier so gut etablieren können? Ja, das ist auch daraus so entstanden, weil die Wälder sind da nicht so erschlossen waren. Und Holzkohle ist natürlich viel leichter zum abtransportieren, weder das Holz. Und darum hat man das da in diesen Krächen unten verkohlt und das auch daraus da. Und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man sogar die können Kohle haben, nicht müssen in den Aktivdienst. Und da haben sie von 1939 bis 1945 1100 Tonnen Holzkohle gemacht, da in der Gemeinde Romos noch. Weil die sehr gefragt war. Wir befinden uns im Naturreservat, das auf erneuerbare Energien setzt. Und doch wird die Kohleproduktion weitergeführt. Sehen Sie da keinen Widerspruch? Ja, also das Holz ist ja CO2-neutral. Und wenn wir es verkohlen, das entsteht gleich viel, als wenn es im Wald draussen verfaulen würde. Also von dem her denke ich, ist es schon vertretbar. Und wir nutzen ja den Wald, als wir wirklich die Bäume rausnehmen, die raus müssen. Und dann tun wir am Wald schon etwas Gutes. Und wir haben ja, wir können schauen, dass wir einen Mischwald haben. Weil wir brauchen ja Buchen, Öschen, Ahorn auch. Also unser Wald ist fit für die Zukunft. Also das kann man in der Kölnerei auch gut schreiben. Darf ich mit anpacken? Ja, sicher. Gern. Einfach so raufschmeißen? Das ist recht anstrengend. Ich glaube nicht, dass ich das stundenlang schaffen würde.
Du bist Mitarbeiter des Bundesamts für Umwelt und Mitglied der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Was bedeutet der Begriff Biosphärenreservat genau? Biosphärenreservate sind bewohnte Gebiete, in denen man gemeinsam mit der Wissenschaft nach Lösungen für eine nachhaltige Zukunft sucht. Man lebt in Harmonie mit den Ökosystemen, wobei die natürlichen Ressourcen genutzt und die Wirtschaftsentwicklung gefördert wird, aber gleichzeitig die Biodiversität erhalten bleibt. Weltweit gibt es relativ viele Biosphärenreservate. Wie schätzt du das Entlebuch im internationalen Vergleich ein? Das Reservat Entlebuch hat kürzlich seinen zweiten Berichtszyklus abgeschlossen. Alle 10 Jahre liefert es der UNESCO einen Bericht ab. Daraus ging hervor, dass sich dieses Biosphärenreservat hier vor allem durch seine spezielle Führung auszeichnet. Es ist sehr demokratisch geführt. Das heißt, die Bevölkerung nimmt an den Projekten teil und kann selbst aktiv Ideen einbringen. Sie verwalten die Landschaft selber und arbeiten eng mit der Wissenschaft zusammen. Sie werden in Forschungsprojekte mit einbezogen, von denen weltweit profitiert werden kann. Wie kann das Reservat Entlebuch seine Stellung weiter verbessern? Ständige Weiterentwicklung ist die Grundidee von Biosphärenreservaten. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit sollten sie anderen immer voraus sein. Jährlich entstehen neue Projekte, die wiederum zur Verbesserung beitragen. Ein Beispiel ist das Management der Moorlandschaft und die Sensibilisierung der Jugend für die Moore. Mit diesen tollen Projekten fördert der Park das Wissen der Kinder und bildet sie zu kleinen Artenvielfalt-Experten weiter. In dem Fall gibt es auch eine internationale Zusammenarbeit mit anderen Biosphärenreservaten. Richtig. In der Schweiz haben wir die Biosphären Entlebuch und Val Müstair im Engadin. Weltweit gibt es 714 Biosphären, welche insgesamt 5% der Erdoberfläche ausmachen. Und genauso wichtig ist, dass auf dieser Fläche 260 Millionen Menschen leben, die ein wichtiges Austauschpotenzial darstellen. 2016 fand in Lima der Weltkongress der Biosphärenreservate statt, an dem 1000 Personen aus Hunderten von Reservaten teilnahmen. Es entstanden neue Ideen und gemeinsame Projekte, wie zum Beispiel die Neukreation der Schokolade, bei der die Milch von den Kühen aus dem Entlebuch und der Kakao aus einem südamerikanischen Reservat stammt. Danke für all die Informationen. Ich mache mich auf den Weg. Ciao, Chris. A presto. Ciao. Ciao. Unsere Reise durch die UNESCO-Biosphäre Entlebuch neigt sich schon bald dem Ende zu. Binja und die anderen machen sich hungrig auf den Weg zu einer, sagen wir mal, eher außergewöhnlichen Mahlzeit. In Escholzmatt hat Köchin Julia Pauli eine Küche mit besonderen Zutaten entwickelt. Mit dem Sieb mischt sie Holzkohle in den Brotteig, was diesem eine spezielle Farbe verleiht. Danach kreiert sie selbstgemachten Senf.
der ebenfalls tiefschwarz daherkommt. Dann ist das Fondue an der Reihe. Auch hier mengt Julia Pauli ein wenig Kohle unter. Noch etwas aus der Natur zur Garnitur? Dann kann's losgehen. Oh, che bel posto! Wow! Oh, focherello. Schön warm ist das Feuer. Un peu de chaleur, ça fait du bien. Bello il fuoco. Ich bin auch gespannt. Guten Abend miteinander. Ciao. Ciao. Ich habe euch ein Kohlenfondue, Kohlensenf, Kohlenbrot, dann Flechten, Süßsauer eingelegt, Bachni Harfenadeln drauf. Oh. Okay, wow. Danke vielmals. Che meraviglia. Hoppla. Habt ihr sowas schon gesehen? Also, das Kohlenfondue, das habe ich noch nie gehabt. Kohle ist sogar noch gesund. Das bindet sogar Giftstoff im Körper. Okay. Aha. Ein guter miteinander. Danke. Grazie, grazie mille. Hey, stimmt. Bellissimo. Kohletabletten? Mhm. Hat mich auch. Ja. Aber du bist eigentlich der Kohle-Experte mittlerweile. Stimmt. Ich habe gesehen, wie man von umweltschädlicher Kohle auf die sauber produzierte Grillholzkohle umstellen kann. Wie wir sehen, kann diese Kohle sogar in Lebensmitteln verwendet werden. Mir scheint, dass sich bei der Suche nach sauberen Lösungen ungeahnte Möglichkeiten auftun. Darum verlieren wir nicht den Mut. Vieles scheint möglich. Was hat dich beeindruckt? Hey, wir haben die weiten Moorlandschaften wirklich wahnsinnig beeindruckt. Aber ich finde es auch motivierend, um zu sehen, wie es die lokale Bevölkerung hier geschafft hat. Die schützenswerte Natur, Nachhaltigkeit, das nicht einfach als Hindernis gesehen, sondern eben auch als Chance, auch in einem sozialen und ökonomischen Sinn. Und ich glaube, wir können uns da ein bisschen ein Stückchen von dem Entlebucher Spirit abschneiden, auch im Hinblick jetzt auf die ja, doch herausfordernden kommenden Jahre punkto Klimawandel. Davvero. Und du? Ich habe es extrem genossen, die reichhaltige Natur und die wunderschöne Landschaft zu entdecken. Eindrücklich fand ich auch den direkten Kontakt zur Landwirtschaft, eine Erfahrung, die ich sofort wieder machen würde. Und dass wir unseren Rundgang mit einem Gericht mit Arfengeschmack abschließen, das finde ich genial. Ich liebe Arfen. Und sie schmeckt eben so fein. Und man kann es essen. Das bringt uns auch zur nächsten Folge, in der wir der Arfe sicher wieder begegnen werden, denn wir gehen in den Schweizerischen Nationalpark ins Engadin. Che buona. Wow. Das schmeckt gar nicht nach verbrannter Kohle. Das ist ein bisschen süß. Ich glaube, das ist der Senf. Aha. Ich pense. C'est super bon. Binja, Alla und Christian lassen den Tag im Zentrum der Schweiz ausklingen, bevor sie zur letzten Destination ihrer Reise in den Schweizerischen Nationalpark weiterziehen.